Kaum heißt es, jetzt gibt es hier ein bisschen IT-Recht und so, hauen alle ab. Aber ist egal, wir können auch Workshop machen. Also an mir soll es nicht liegen. So, also ich habe mal so die 10 wichtigsten Tipps mitgebracht, beziehungsweise meiner Meinung nach die Top 10 daran, wo es immer wieder hapert, auf Webseiten und Online-Shops. Das sind recht umfangreiche Folien, also wir werden die jetzt nicht alle im Einzelnen besprechen. Das sind dann auch so ein bisschen Zusatzinfos für Sie, wenn Sie sich die Slides vielleicht runterladen wollen. Und das kann ich auch schon mal vorab sagen. Wenn Sie irgendeine Frage noch haben, weil Sie dann irgendwann im Auto sitzen und sagen, boah, wenn ich Sie das doch noch gefragt hätte, dann können Sie mir auch gerne eine Mail schicken. Sagen Sie mir gerade, dass Sie hier im Publikum waren. Und dann beantworte ich die gerne, das ist überhaupt kein Problem. Und ich weiß, wir Anwälte, wir haben ja immer so einen ganz miesen Ruf, ne? Aber Sie kriegen auch keine Kostennote. Also ich meine, ich prüfe Ihnen ja nicht einen Shop durch oder so, aber wenn Ihnen noch irgendeine Frage einfällt, dann immer zu. Also ich mag das mit der Kommunikation. So, ja. So, ich stelle uns mal kurz vor. Wir sind Res Media, eine Kanzlei aus Mainz oder die Kanzlei in Mainz natürlich für IT-Recht, Laola. Wir machen alle nur IT oder eben gewerblichen Rechtsschutz, also wir decken damit so alles ab, was man so braucht, wenn man Webseiten oder Online-Shops betreut. Also eben so dieses klassische IT-Recht, wenn man halt mal irgendwie so Rahmenvertrag braucht, Projektvertrag oder ein SLA, wie auch immer. Dann die Sachen alles rund um Online-Shop, also eigentlich egal, worum es geht, da ist, glaube ich, nichts drunter, was wir nicht schon mal gemacht hätten. Und dann der Bereich IP, also gewerblicher Rechtsschutz, so mit Markenrecht und vor allem auch Wettbewerbsrecht, da, wo meine Kollegen immer so viel unterwegs sind und so viel abmahnen. Also wir sind die Guten, wir mahnen nicht ab, wir helfen, wenn jemand abgemahnt wird, also wir schlagen dann auch mal gnadenlos zurück, das ist klar, dann mahnen wir auch mal einen Gegner ab, wenn der unsere Mandanten irgendwie abmahnt, also das, dann sind wir auch die Wadenbeißer, aber sonst, also nicht, wir sind jetzt nicht diese Abmahnanwälte, so wie manch andere Kanzleien, die sich da, sag ich mal, nicht anders über Wasser halten können. So. Die Präsentation, die habe ich bei SlideShare schon mal hochgeladen. Das ist ein ganz neuer Account. Also wenn Sie sich runterladen oder so, ich würde mich echt über Follower freuen. Ich glaube, das steht noch auf Null. Und da können Sie die also komplett schon einsehen. So, ja, dann wollen wir mal loslegen. Impressum. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich als Anwalt, ich kann das Thema nicht mehr hören. Und ich rede auch gar nicht mehr gerne drüber. Und trotzdem, im letzten Jahr war ich auch hier auf dem Joomla Day, da habe ich dann hochkompliziert was erzählt über diese neue Verbraucherrechte-Richtlinie und weil es ein neues Widerrufsrecht und so gibt. Und dann haben die da alle gesessen. Und dann sage ich so, und, haben Sie noch Fragen? Und dann kam eine Dame und sagte, ja, muss man denn als Online-Shop-Betreiber auch ein Impressum einbauen? Nein, das Problem ist einfach, das war natürlich jetzt sehr plakativ, die war jetzt noch wirklich ganz am Anfang, aber es ist halt wirklich so, da scheint es immer wieder zu hapern und irgendwie wird da auch immer noch abgemahnt, das merken wir ja selber auch. Also, der erste Abmahngrund ist also ein fehlerhaftes oder ein fehlendes Impressum. Und jetzt erkläre ich Ihnen nochmal grundsätzlich, wie das wirklich geht, wann muss man was wie reinbauen, das machen wir auch ganz schnell, weil so ganz so neu sind Sie ja jetzt sicherlich auch nicht. Also, es gibt ein Telemediengesetz und das ist das Gesetz, was für dieses Impressum maßgeblich ist. Paragraph 5 und 6 Telemediengesetz, da kann man dann auch mal reingucken. Und wer Dienstleistung anbietet, der muss sich eben zusätzlich auch noch diese Dienstleistungsinfoverordnung angucken. So, das sind die beiden. Und das ist der Inhalt von einem Impressum. Das müssen wir jetzt nicht so komplett runterbeten. Bei Anschrift ist wichtig, kein Postfach. Und es ist jetzt neuerdings auch zulässig, gibt es gerade ein aktuelles Urteil, CO-Adresse darf man auch nehmen im Online-Shop. Ansonsten, die Probleme kennen Sie wahrscheinlich alle, also eben eine E-Mail-Adresse. Ein Kontaktformular reicht nicht aus.
Und dann gibt es eben für bestimmte Berufe noch so ein paar Sachen, die zu beachten sind. Also wir als Anwälte müssen zum Beispiel dann unsere Rechtsanwaltskammer da benennen. Das gilt auch noch für Ärzte und Architekten. Und die Aufsichtsbehörde, also bei uns in der Ecke in Mainz, das vergessen die Weingüter immer, die müssen zum Beispiel das Innenministerium oder Quatsch, ein Landwirtschaftsministerium mit aufführen als Aufsichtsbehörde und so. So, das sind so die Punkte, die arbeitet man ganz sauber ab. Und dann steht hier noch was von einer Umsatzsteuer-ID. Was ist denn das? Genau, das ist die DE. Die fängt mit DE an. Und das ist nicht diese normale Steuernummer, die Sie alle von Ihrem zuständigen örtlichen Finanzamt haben, mit, was weiß ich, 212/blablabla. Das muss man im Internet nicht veröffentlichen, das interessiert niemanden. Und vor allem auch aus Gründen des Datenschutzes sollten Sie das nicht so einfach alles ins Internet setzen. Also die Umsatzsteuer-ID muss man extra beantragen oder wenn man sich gerade neu gründet, kriegt man die auch automatisch dazu. Die fängt mit DE an, die hat in Deutschland 9 Ziffern und das ist die, mit der die Umsatzsteuer innerhalb der EU abgewickelt wird. Wenn Sie also zum Beispiel Webshops bauen für einen Kunden in Österreich oder so, dann trifft Sie das mit der Umsatzsteuer-ID. So, und das ist die, die in dieses Impressum gehört. Und eine Wirtschaftsidentifikationsnummer, ich weiß nicht mal, ob ich eine habe. Das steht irgendwie im Gesetz seit Jahren und es interessiert halt niemanden und keiner kümmert sich drum. Und es steht ja auch ein Oder da drin. Das heißt, nehmen Sie auf alle Fälle die und gut ist. So. Und dann kommt ja immer noch dieses, wir haben aber journalistisch-redaktionelle Inhalte. Das sagt natürlich keiner von Ihnen, sondern das sind die Juristen, die das so nennen. Also immer, wenn Sie so aktuelle Geschichten haben, wie Blogbeiträge, Newsletterbeiträge, Infoartikel, dann müssen Sie einen Verantwortlichen reinnehmen ins Impressum, und zwar mit dem Vornamen und mit dem Nachnamen. Und der kriegt die Rübe runtergemacht, wenn irgendwas passiert. Nein, so schlimm ist es nicht. Also es ist kein Problem, wenn man da im Impressum steht. Da ist jetzt nicht so, dass man dann persönlich haftet, sondern es ist einfach so, jetzt sagen wir mal, es ist ein Kommentar, ein Meinungsbeitrag irgendwie bei Ihnen auf dem Blog und dann sagt einer, der Bürgermeister ist ein Arschloch. Und dann kommt natürlich der Bürgermeister und sagt, jetzt hätte ich gerne einen Widerruf, weil Tatsache ist, ich bin kein Arschloch. Also um Ihnen jetzt mal so ein ganz plastisches Beispiel zu bringen. Diese ganzen presserechtlichen Geschichten, da muss sich dann dieser Verantwortliche drum kümmern. Und was ist das für einer? Der muss also seinen Sitz in Deutschland haben, der darf seine Fähigkeit zu bestimmten Berufen nicht verloren haben. Das sind zum Beispiel welche, die ein Berufsverbot kriegen per Urteil in Strafsachen, kann das sein. Dann muss er voll geschäftsfähig sein, also ab 18. Und er muss unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden. Wer kann denn nicht unbeschränkt verfolgt werden? Ja. Genau. Abgeordnete in allen Parlamenten. Gegen die kann man nicht so einfach ein Ermittlungsverfahren einleiten, sondern das Parlament muss die sozusagen vorher, ich nenne das immer zum Abschuss, freigeben. Also die entscheiden und sagen, jawohl, der darf jetzt verfolgt werden und dann darf die Staatsanwaltschaft loslegen. Und das ist immer so witzig, wenn Abgeordnete im Wahlkampf dann ihre Seiten alle hochladen und stehen dann immer selber im Impressum. Ist natürlich total rechtswidrig. Ja, abmahnen. Okay, so. Und damit das auch mal ein bisschen praktisch wird, wir haben uns auf der Internetseite, ich habe die ganzen Folien voll mit irgendwelchen weiterführenden Infos für den, den es also interessiert. Wir haben auf der Internetseite unter /Muster eine Seite mit den wichtigsten Formulierungsvorschlägen für ein Impressum. Also wie geht das bei einer GbR, wie geht das bei einer Einzelfirma, bei einer GmbH, bei einer AG, Pi, Pa, Po. Da finden Sie die Muster und die sehen dann so aus. Hier zum Beispiel jetzt mal von einer GmbH. Und da können Sie dann nochmal nachgucken, wenn Sie sich nicht so ganz sicher sind, bei Ihrem Impressum. So, ja. Ja.
Ja. Im Prinzip kann man wirklich sagen, jeder Block benötigt ein Impressum mit einem Verantwortlichen, der nochmal extra benannt ist. Kann man auch selber sein. Aber man schreibt dann halt, wie ich habe das hier auch, glaube ich, eben als Beispiel gehabt, verantwortlich nach § 55 Rundfunkstaatsvertrag. Weiß der Geier, warum die das in den Rundfunkstaatsvertrag gesetzt haben, aber da ist es. Und dann steht eben der Name da. Und wenn man da zu viel drin hat, kann das übrigens nicht abgemahnt werden. Also lieber einmal zu viel eine Zeile drin. Irgendwo war eben noch eine Wortmeldung. Ja. Kann man nicht umgekehrt sagen, dass alles ein Impressum braucht, außer meinetwegen eine Familienseite, die passwortgeschützt ist und wo ich nur familieninterne Dinge drin habe? Im Prinzip kann man das so sagen, genau. Also alles, was nicht privat ist, muss ein Impressum haben. Und wir kommen auch gleich nochmal auf den Bereich Social Media und so, weil da ist es natürlich viel spannender, dass man das jetzt auf Webseiten einbaut und so, ist ja jetzt nicht neu, aber okay, so. Dann nochmal, ja. Und wenn ich jetzt eine Firma habe, ne, die auch selber über sich berichtet, dann jetzt nicht jetzt eine Blogabteilung, sondern tatsächlich, ja Mensch, wir machen hier dieses Projekt und dann betreuen wir noch diese Person. Die brauchen ja sowieso eine Presse, weil es eine Firma gibt, aber die sind dann nicht nach § 50 und journalistisch personell tätig, oder doch? 55, wir wollen genau sein. Ja, aber es ist trotzdem journalistisch, weil man halt was vorstellt. Und das ist halt keine Artikelbeschreibung im Shop oder so. Also lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. So. Darf ich jetzt? Abstimmen. Oder ich will es mal wissen. Wer hat alles ein Impressum oder eine Website? Wer hat einen Disclaimer drin? Was glauben Sie, wie ich das finde? Disclaimer braucht keine Socke. Ich unterschreibe Ihnen das und gebe Ihnen das schriftlich. Sie dürfen Ihre Abmahnung an mich weiterleiten, kostenlos. Das können Sie einfach bedenkenlos rausstreichen, ist alles Quatsch. Nein, 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 wir brauchen keinen Disclaimer. Die haben rechtlich überhaupt keine Wirkung. Also ob einer für irgendwas haftet auf seiner Website, ja, egal wo es herkommt, das ist einfach mal im Gesetz geregelt. Gehen Sie doch mal hin und schreiben Sie zum Beispiel in Ihrer Website, also ich kenne zwar das Strafgesetzbuch, weiß ich auch, kommt vom Bundestag und so, aber ich ändere das jetzt mal ab. Also ich bin der Meinung, die und die Paragraphen zum Beispiel sollen nicht gelten. Ich mache da immer so ein plastisches Beispiel. Also ich schreibe einen Zettel, ja, steht drauf, ich mache mich nicht strafbar, will ich nicht. Hänge ich mir um und dann gehe ich raus und überfalle eine Bank. Und dann kommt die Polizei und dann klicken die Handschellen und dann sage ich, aber ich habe doch meinen Zettel umgehabt. Hat den denn keiner gelesen? Das ist halt nicht Ihre Entscheidung, ja, ob irgendwas verfolgt werden kann oder nicht. Und es steht in diesen Paragraphen, oh, ich habe eine 7 zu viel, also Paragraphen 7 fortfolgende Telemediengesetz. Und da steht einfach drin, ob Sie haften. Und wenn Sie selber eigene Inhalte auf Ihrer Webseite haben, dann haften Sie halt dafür. Ende aus Mickey Maus. Ja. Ja, ob Sie für Links haften und so, ist auch alles da drin geregelt. Sie müssen da weder Gesetzestexte wiederholen, weil das haben wir alle im Gesetzestext, oder meinen, Sie könnten irgendwas einschränken. Können Sie nicht, weil das ist ein Bundesgesetz. So. Und es gibt sogar ein aktuelles Urteil, muss ich mal gerade gucken, ob ich das schon mit reingefügt habe. Ja, genau. Meine lieben Kollegen, haben wir wieder ein Urteil erwirkt. Jetzt ist es nur das Landgericht Arnsberg, eigentlich, sage ich mal, jetzt nicht so wichtig, aber in dem Fall schon. Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht davor. Da hat nämlich auch einer so einen tollen Disclaimer, so mit der rechten Maustaste, wie man das so macht, mit reingenommen, weil schadet ja nichts. Und ist dafür abgemahnt worden, weil nämlich ein Gericht gesagt hat, der Disclaimer im Impressum ist zu behandeln wie eine AGB-Klausel. Und wenn das, was drinsteht, falsch ist, dann ist das wettbewerbswidrig. Und das ist jetzt ein ganz aktuelles Urteil.
Da hat nämlich einer reingeschrieben, ja, tut mir leid, wenn zum Beispiel meine Produktartikelbeschreibung oder irgendwas nicht stimmt. Ich bemühe mich ja wirklich, alles ganz toll und richtig zu machen, aber wenn es nicht immer klappt, sorry. Und da hat ein Gericht gesagt, das ist eine AGB-wettbewerbswidrige Klausel. Und wie ist das so mit Landgericht Arnsberg, wenn Sie jetzt in Hamburg wohnen? Kann man ja sagen, das ist weit weg. Ja, es gibt den fliegenden Gerichtsstand. Wenn ich also jetzt zum Beispiel in Mainz sitze als Anwalt und ich finde jetzt Ihr Impressum und da steht sowas drin und ich habe einen Mandanten, der mir viel Geld dafür bezahlt, Sie abzumahnen, dann kann ich mit meiner einstweiligen Verfügung einfach zum Landgericht Arnsberg gehen. Weil der Tatort dieser schlimmen Tat ist immer da, wo ich einen Rechner hochfahren kann. Das kann ich auch in Mainz, das kann ich in Arnsberg, das kann ich in München. Und ich muss überhaupt nicht hier nach Hamburg kommen, um gegen Sie eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Und das müssen Sie bei diesen ganzen wettbewerbsrechtlichen Sachen immer bedenken. Das heißt, wenn es ein Gericht gibt, was sowas mal rausgehauen hat, und jemand will sie fertig machen und findet den Disclaimer, dann geht der natürlich genau dahin, wo er sagt, und die Kammer, die erlässt das auch nochmal so. Jo. Deswegen Arnsberg, ganz genau. Ja. Das ist nur deutschlandweit. Das ist das ist typisch für uns Deutsche, dass wir dieses Wettbewerbsrecht haben und den Händlern halt so das Leben schwer machen. Das ist meine Meinung. Ja. So, wie wird es eingebaut, ein Impressum? Es gibt vom BGH diese sogenannte Zwei-Klick-Regel, die ist auch schon ganz alt. Das Urteil ist also von 2006, es gilt aber immer noch. Man muss mit mindestens, also allerhöchstens zwei Klicks das Impressum erreichen. Man kann also jetzt einen Link einbauen, Impressum, so einen sprechenden Link auf allen Seiten, im Footer oder oben oder wie auch immer. Und ich kann auch noch von irgendeiner anderen Seite darauf verlinken. Ich kann auch einfach Kontakt machen und unterhalb von Kontakt nochmal Impressum. Aber allerhöchstens zwei Klicks. Und ich sage immer so, sprechende Links, dass man auch genau weiß, wenn ich sowas suche, wo ich das dann auch finde. Also nicht unter über uns oder Backstage oder sowas. So, und jetzt können wir mal, ja. Eine Frage dazu. Zwei Klicks ist ja nachvollziehbar, aber nehmen wir an, das ist ein Blogbetreiber. Wir haben auf dem Blog 10 Beiträge, wo ich erstmal eine Minute nach unten scrolle und habe dann unten ein Bewusstsein, wie mein Impressum zu nehmen. Ist das zumutbar? Also egal, wie lange es geht. Ich würde es drauf ankommen lassen. Also wenn das jetzt nicht alle verstanden haben, wie ist denn das mit dem Runterscrollen? Wenn ich jetzt einen Blog habe mit zigtausend Beiträgen und du musst dann halt, bis ich unten bin, ganz weit scrollen. Die Juristen sagen ja immer so schön, das kommt darauf an, ne? Wenn sie da nicht so richtig sagen wollen, ja oder nein. Es gibt so ein ganz altes Urteil, ich meine aus den 90ern, irgend so ein OLG hat mal so einen Fall gehabt, da musste auch ganz viel gescrollt werden, bis man dann überhaupt beim Impressum war. Das ist nur die Frage, ob man das jetzt 2015 und höher überhaupt noch so nehmen kann, weil es gibt ja auch so ein Learning. Also wir Nutzer im Internet, wir sind jetzt alle auch nicht ganz so blöd. Und wir wissen eben, wo das Impressum hingeparkt ist, entweder oben oder links oder rechts oder unten. Und wir finden es. Jetzt kann ich aber auch nicht genau sagen, was so Richter machen, weil meiner Meinung nach sind das ganz oft Leute, die aus meiner Sicht ja noch nicht mal selber einen Rechner hochfahren können. Und die entscheiden dann über diese Fälle, die wir da so hinbringen. Das heißt, man weiß im Grunde nicht, was man kriegt. Also wenn sie es vom Design irgendwie machen können, dann bauen sie das Impressum oben ein. Wir haben zum Beispiel meistens alles ganz unten. Im Blog haben wir es oben, weil wir auch so einen WordPress-Blog haben und da war das auch so vorgesehen, das haben wir übernommen. Aber ich würde mir jetzt auch nicht graue Haare wachsen lassen, nur weil mein Impressum unten ist und einer dreimal scrollen muss oder so. Ich würde es dann vielleicht drauf ankommen lassen. Ach so. Also ich nutze WordPress und Typo 3 und ich habe keinen Shop. Shop. So,
Und wie geht das denn? Das ist ja eigentlich noch viel spannender, weil wir jetzt ja alle mit Social Media und so böse im Gange sind. Wie geht denn das jetzt mit den ganzen Social Media Kanälen? Und da kann man nur sagen, nur weil es jetzt Facebook, Twitter und alles Mögliche gibt, erfinden wir halt das Recht nicht komplett neu. Das sind die alten Probleme auf ein neues Feld übertragen und da gilt genau dasselbe. Kein Account ohne Impressum, solange er nicht komplett privat ist. Ja? So, und dann gibt es da natürlich auch viele, viele Gerichte, die sich darüber dann auch schon wieder den Kopf zerbrochen haben. Also für Facebook ist das alles schon 2011 entschieden. Und ein Impressum muss eben leicht erkennbar sein und Info reicht nicht. So, und das ist zum Beispiel das Problem. Ich habe gleich noch ein paar Grafiken. Wir gucken uns das mal bei den einzelnen Kanälen an. Also zum Beispiel Google Plus merke ich nicht, dass es irgendein Register gibt Impressum, sondern da ist nur Info. Und muss man halt versuchen, das Impressum irgendwie anders da einzubauen. Ich habe mal die Beispiele mitgebracht, wie wir das also gemacht haben. Zum Beispiel, können wir das lesen? Bei Facebook ist es ganz einfach, da gibt es die Möglichkeit eines Reiters Impressum. Und damit hätte man auch allen gesetzlichen Anforderungen nachgekommen. Es ist ein entsprechender Link, darunter sind alle Angaben geparkt und fertig ist es. So geht das, ja? Ja, das ist das, ja. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich glaube, wenn man nachher in der Timeline, kann man auch auf der linken Seite irgendwie noch die Angaben reinsetzen. Man kann ja auch selber Links reinsetzen. Ich könnte jetzt eine URL nehmen, /Impressum und direkt auf meine Internetseite verlinken, auf die Seite Impressum. Dann hätte ich ja auch noch die Zwei-Klick-Regel. Bitte? Doch, das ist erlaubt. Ja, das ist erlaubt, ja. Sonst melden Sie sich, wenn da einer kommt. Ja. Bei dem Reiter kannst du ein Problem kommen, in der Mobile-App steht irgendwie nicht zur Verfügung. Ich muss ja auch jedem mit Device das anbieten. Ja, das stimmt. Da müsste man mal gucken, da muss man dann nämlich die Impressionsfunktion von Facebook füllen. Ja, vielleicht dann an zwei Stellen. Also der Einwand war gerade, dass das in der Mobile-Version da nicht so richtig rüberkommt mit dem Impressum, dass also Facebook das nicht richtig darstellt. Das war mir persönlich jetzt überhaupt noch nicht bewusst. Also ich muss jetzt leider gehen und das gerade ändern bei uns. Genau. Also wichtig ist einmal Facebook. So, was haben wir noch? Twitter. Bei Google Plus ist es schwierig. Also wir machen es einfach so, dass wir oben bei der Bezeichnung die URL von der Webseite eingegeben haben und hoffen halt, dass das reicht, weil ansonsten bietet Google Plus halt hier nur dieses Info-Ding an und da haben ja nun gerade zwei Gerichte gesagt, das reicht nicht. Also Sie sehen, auch wir laufen auf ganz dünnem Eis. Genau. Aber ich finde halt, Google Plus braucht man halt für die Suchmaschinen. So, bei Twitter haben wir die URL ganz oben drin mit in der Beschreibung einfach als Bitly-Link, als gekürzten Link mit reingenommen. Da steht dann Impressum, Doppelpunkt und dann Bitly. Und das ist dann der direkte Link zu unserem Impressum. Und bei Xing, das ist ja jetzt auch schon ein alter Hut, die haben das ja dann mal irgendwann eingefügt, dass man einfach ein Impressum mit in den Kontaktdaten einfügen kann. Da gibt es eben diesen Link Impressum bearbeiten und dann wird das halt gleich oben alles richtig dargestellt, weil auch da gab es natürlich schon eine Abmahnwelle von einem Anwalt, der uns auch abgemahnt hat. Aber er ist dann nicht mit durchgekommen. Ja, ich finde auch immer... Bei Xing kann man sich noch streiten, weil man ja auch unheimlich viel Beiträge und so posten kann. Aber im Prinzip sind diese ganzen Seiten, wo man sich eintragen kann, was es da nicht so alles gibt, nichts anderes wie gelbe Seiten. Und in den gelben Seiten würde auch keiner verlangen, dass wir dann irgendwie so eine Passage zum Impressum mit einbauen. Also wo sind wir denn hier? So. Ja. Jetzt habe ich so ein Mischmasch. Ich poste durchaus über meinen privaten Account auch immer mal Fach, wie ich sagen, zum Gründer zum Beispiel. Wie ist es denn da?
Wenn man sich privat für Joomla interessiert, dann kann man das natürlich auch posten. Also man kann jetzt nicht inhaltlich das dann irgendwie sortieren. Die Frage ist ja, wie ist es zum Beispiel bei der Kontaktaufnahme nachher? Also kommt jetzt aus dem Account raus, was Sie machen und dass Sie versuchen, über Facebook Aufträge zu kriegen? Oder schalten Sie Werbung zum Beispiel? Nein, das ist keine Werbung, aber dann würde ich ein Impressum einbauen, ganz ordnungsgemäß ist auch wie auf der Firmenwebsite oder so. Ja, auf alle Fälle. Jo, so, zweiter Punkt, Widerrufsbelehrung. Das machen wir auch ganz kurz, das ist jetzt nicht so kompliziert wie im letzten Jahr. Aber es gibt eben immer noch einfach Shops, die nicht mitbekommen haben, dass es eine neue Widerrufsbelehrung gibt. Man glaubt es nicht, ja. Das ist jetzt über ein Jahr. Und trotzdem gibt es immer noch Abmahnungen, weil in Amazon, in eBay-Accounts oder auch in Shops einfach noch ein altes gesetzliches Muster vorhanden ist. Oder es wurden mal 5 Angebote vergessen oder so und nur der Rest aktualisiert. Ich habe den Link eingefügt zu dem neuen Gesetz und da ist das Muster. Und da kann man das rauskopieren und es gibt mal mindestens so 2 Probleme, die wir uns jetzt auch gleich nochmal genau angucken. Ist hier eigentlich ein Strom dran? Der sagt nämlich gerade Batterie fast leer. Okay, gut. So, und weil man das ja eben auf der Folie, also hier kann man das ja nicht so richtig lesen. Ich habe jetzt nochmal so einen kleinen Ausschnitt. Das ist also diese gesetzliche Widerrufsbelehrung. Und es gibt 2 Probleme, wenn Sie das also ausfüllen anhand dieser Gestaltungshinweise, gibt es 2 Felder, auf die müssen Sie besonders aufpassen. Und zwar Nummer 1 und Nummer 5. Alle anderen sind einfach. Also eine Adresse bei Nummer 2 und so kann man noch ohne Fehler einfügen. Soll ich mal so zur Seite gehen? Nummer 1 und Nummer 5. Nummer 1, was ist das Problem? Und gerade gestern hat der erste Anwalt ein Urteil in diesen Sachen hier gepostet. Da werde ich Montag was zu ins Blog setzen. Und zwar geht es nämlich darum, wann und wie man diese Widerrufsfrist in Gang setzt. Ich gehe nochmal zurück. Also da steht ja, die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag 1. Und bei 1 kommt dann der Gestaltungshinweis und der Gesetzgeber, der gibt dann Textbausteine vor, die man einsetzen darf. So, und da steht in den Gestaltungshinweisen, also im Gesetzestext nämlich dann, fügen Sie einen der folgenden in Anführungszeichen gesetzten Textbausteine ein. Einen. Ich habe Ihnen natürlich jetzt nicht den Gesetzestext mitgebracht, weil der ist so sperrig, sondern ich habe mal Beispiele gemacht, was diese Textbausteine eigentlich sagen. Es gibt 5 Textbausteine, aber wenn Sie halt einen Online-Shop bauen, ist nur B, C und D für Sie interessant, der Rest nicht. So, und in B, was steht drin? Das wäre der Fall, Sie haben eine Bestellung, und zwar einen Pulli und eine Hose zum Beispiel. Und noch ein Kleid habe ich hier geschrieben. Bestellung geht ein, alles ist da, Paket wird verpackt und das geht raus. Wann fängt die Widerrufsfrist an zu laufen? Bei allen 3 Teilen, in dem Moment, wo das Paket beim Kunden ankommt. 1c ist der Fall, Bestellung geht ein, also selbe Bestellung, ein Pulli, eine Hose, ein Kleid. Jetzt ist aber ein Teil nicht da. Jetzt wird was vorausgeschickt. Und der Rest hinterher, also zum Beispiel das Kleid an einem anderen Tag. Wann fängt die Widerrufsfrist an zu laufen? Dann, wann das letzte Teil da ist. Und bei D ist es ist ein Riesenartikel. Ich habe hier jetzt zum Beispiel mal gesagt, eine Schrankwand und jetzt fehlt eine Schublade oder sowas. Das heißt, ein Artikel, eine Bestellung, aber es ist nicht alles da. Es kommt auch zu einer Nachlieferung. Und was ist jetzt das Problem? Ich gehe nochmal zurück. Problem ist, fügen Sie einen der Textbausteine ein. Das heißt, Sie können sich sozusagen als Online-Shop-Betreiber jetzt entscheiden, bevor Bestellungen überhaupt reinkommen,
Liefern wir in Teillieferung oder liefern wir alles in einem Paket, wenn alles am Lager ist? Und das ist der größte Schwachsinn unter der Sonne. Naja, das steht ja in den AGB nachher. Und diese AGB stehen auf ihrer Internetseite, also im Shop, und zwar bevor einer sich überhaupt entscheidet, in diesen Shop reinzugehen. Sie müssen ja schon mal vorab informieren. Sie wissen nicht, wie einer bestellt. Also es gab ja mal den Vorschlag dann so im letzten Jahr, wir bauen dynamische Widerrufsbelehrung. Das ist natürlich alles Quatsch. Weil wenn ich jetzt dann in meine Kugel gucke und sage, oh, da kommt ein Kunde und der wird so und so bestellen, dann könnte ich das noch machen, aber vorher nicht. So, und das ist das Problem. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ah ja, Freunde, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Dann ist es halt, man könnte ja mal B und C nehmen. Dann schreibt man halt oder. Wäre ja irgendwie sinnvoll. Und genau das ist passiert und genau das ist jetzt abgemahnt worden. Da gibt es jetzt ein aktuelles Urteil zu. Nee, das war schon Frankfurt. Also schon ein Gericht, was man doch ernst nehmen muss. Landgericht Frankfurts, Kammer für Handels. Ja, ich sag mal wirklich, es gibt was, Landgericht Rosenheim, ja. Aber es gibt einfach Gerichte, wenn die Urteile raushauen, die werden immer wieder zitiert und andere Gerichte richten sich einfach danach. Und da gehört bestimmt Köln dazu und Frankfurt und auch Hamburg. So, das heißt, dies ist ein Problem, was nicht wirklich gelöst ist. Ich kann jetzt nur empfehlen, wenn Sie also eine Widerrufsbelehrung bauen, nehmen Sie immer 1b und liefern Sie nicht mehr in Teilen. Oder Sie schreiben halt einfach 1b rein und liefern, wie Sie wollen und hoffen darauf, dass es keine Testbestellung ist. Ja, aber wenn ich 1b reinschreibe, dann kann ein Anwalt, der jetzt mal bei Ihnen so guckt, ob da irgendwas im Argen ist, der kann das ja erstmal nicht erkennen, wie Sie später liefern. Also für ihn ist diese Widerrufsbelehrung erstmal richtig. Selbst, ja? Selbst wenn ich auf der Internetseite, also ich habe ein System, keine Ahnung, fünf Produkte bestelle, bei einem ist rot und trifft in drei Wochen wieder ein, dass der Kunde also nicht weiß. Ja, aber was ist, wenn ich nur einen Teil bestelle bei Ihnen? Und Sie bauen jetzt 1C ein, das ist ja schon mal von vornherein falsch. Ich habe Sie sofort mit einem Teil. Also nehmen Sie nicht 1C und 1D auch nicht, Sie nehmen einfach 1B. Ja, wir sind ja nicht ganz doof, wir Anwälte. Wenn ich Sie kriegen will, kriege ich Sie ja damit sowas. Ne? Das ist das Erste, was ich gucke. So, okay, das war das erste Problem. Das zweite ist genauso bescheuert. Und zwar war das dieser Gestaltungshinweis 5. Da geht es nämlich darum, Sie müssen sich als Händler entscheiden, wollen Sie Abholung anbieten oder soll der Kunde immer alles selber zurückschicken? Und das sieht im Gesetzestext so aus, bei Gestaltungshinweis 5, man muss einfügen erstmal, ob man die Ware abholt oder ob der Kunde die innerhalb von 14 Tagen selber zurückschicken muss. So. Und was anderes gibt es nicht. Und da muss man sich genauso entscheiden. Jetzt haben wir zum Beispiel Elektrohändler unter Mandanten, die verkaufen Waschmaschinen, Geschirrspüler und alles Mögliche und kleine Staubsauger und kleine MP3-Player. Und die können sich nämlich jetzt überlegen, wenn die jetzt reinschreiben, wir holen die Ware ab, dann holen die aber auch jede kleine SD-Karte wieder ab. Oder sie schreiben, sie müssen selber zurückschicken und dann wird DHL sich freuen, wenn da die Tür aufgeht, Poststelle irgendwo im Dorf und dann schiebt einer die Waschmaschine rein. Also alles nicht so durchdacht. Und genauso ist das bei der Rücksendung, bei den Rücksendekosten. Man kann sich ja entscheiden, kann der Kunde, soll der die tragen, die Rücksendekosten, oder wir als Händler. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung. Super. Das bietet sich dann zum Beispiel an, wenn ich Pullover verkaufe, ist das ja auch gar kein Problem. Die Leute können das zur Post bringen und machen eine Briefmarke drauf und dann geht das ein. So, aber wenn ich einen Fernabsatzvertrag habe und es geht um Abholung, dann muss ich vorab reinschreiben in die Widerrufsbelehrung, wie hoch die Kosten ungefähr sein werden. Der bestellt einen Geschirrspüler, eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner. Alle drei Teile werden mit Spedition geliefert und innerhalb von 2 Wochen sagt er,
also den Geschirrspüler will ich jetzt aber doch nicht mehr haben. Wie soll man denn diese Kosten vorhersagen? Und da kann ich immer nur sagen, dass man einfach, so machen wir es momentan, mit zwei Widerrufsbelehrungen arbeiten. Eine für die Kategorie von den Artikeln und eine für die Kategorie von anderen Artikeln. So machen wir es in Elektroshops. Gut. Bitte? Dann sind es immer noch zwei Widerrufsbelehrungen in einheitlichen AGB und in einem Shop. Aber man kann es dann so und so machen. Da hinten war eine Frage. Ah, okay. Gut, so, die gehen wir jetzt nicht so ganz im Einzelnen hier durch. Was auch noch wichtig ist, es gibt ja jetzt ein gesetzliches Muster für die Widerrufserklärung. Also Händler müssen jetzt mit dem Verbraucher erklären, wie die ein Widerrufsrecht geltend machen können. Das heißt, sie sind gesetzlich verpflichtet, dieses Muster, wo ich auch den Link eingefügt habe, mit unter die Widerrufsbelehrung zu setzen. So würde ich das machen. Einfach mit in die AGB übernehmen. Ja. Ach. Nein. Man hat also zum Beispiel eine Seite Widerrufsbelehrung. Und als erstes schreibt man erstmal drüber, Widerrufsbelehrung im fernen Absatz für Verbraucher. Das ist schon mal das Erste. Dann kommt der gesamte Gesetzestext. Und dann schreibt man drunter Muster Widerrufsbelehrung. Und dann kommt dieses gesamte Vertragsdings da, diese ganzen Formulierungen, kommen da rein und ändern Sie die bloß nicht ab. Also das ist ein ganz schlimmer Text, der ist für Dienstleistung und für Artikel und so, aber nicht abändern, einfach so übernehmen. Und dann sind Sie fertig und dann möchte ich mal sehen, wie das vor Gericht, wie die dann eine einstweilige Verfügung kriegen wollen. Würde mich mal interessieren, weil es Quatsch. So, das heißt, man setzt das untereinander und den Text finden Sie also hier unter diesem Link. Wie, der läuft nicht? Echt? Vielleicht habe ich ein kleines A hier vergessen oder so. Aber gehen Sie mal auf gesetze-im-internet.de. Oder einfach BGB eingeben, zum Beispiel bei Google, dann kommt das auch. Also Gesetze im Internet ist eigentlich die Internetseite und dann ist das die Anlage 2. Also wenn man dann ganz weit runter scrollt. Ich ändere das nochmal ab und in den Slides ist es dann richtig. So, es gibt ein E-Book von uns, wo das alles nochmal ganz ausführlich erklärt wird. Wenn man jetzt sagt, man will sich das mal selber in Ruhe durch den Kopf gehen lassen und zusammensetzen und so, dann können Sie sich da gerne informieren. Ist also einfach kostenlos zum Downloaden und Sie müssen nicht mal Ihre Daten hinterlassen. Also wir schicken dann auch nichts, um Sie irgendwie marketingtechnisch auszuschlachten. Fehlerhafte Artikelbeschreibung, das geht eigentlich schnell. Es gibt ja diese fernabsatzrechtlichen Pflichten, also wenn ich als Unternehmer an einen Verbraucher verkaufe, und zwar so, dass ich meinen Kunden nicht sehe. Telefon, E-Mail, Online-Shop, Fax, alles Mögliche. Dann habe ich sofort diese ganzen fernabsatzrechtlichen Pflichten, wo eben auch dieses Widerrufsrecht zugehört. Was auch dazu gehört ist, ich muss die wesentlichen Eigenschaften meines Artikels oder meiner Dienstleistung genau darstellen. Das heißt, wenn ich einen Pullover verkaufe, muss ich sagen, welche Farbe, welches Material, welche Größe, wie ist die Waschbarkeit und das kann man jetzt auf alle möglichen Branchen übertragen. So, daraus ergibt sich das schon mal. Jetzt haben wir nur das Problem, über diesen Paragraphen hinaus gibt es halt noch ganz viele EU-Richtlinien. Und da müssen Sie bei so ein paar Artikeln komplett aufpassen. Also zum Beispiel bei Textilien, weil da gibt es dieses Textilkennzeichnungsgesetz oder eben die Elektrogeräte, da tut sich jetzt auch gerade wieder was, weil es wieder neue Vorschriften gibt. Es gibt eine Spielzeugrichtlinie, Lebensmittel, Schuhe, das sind also alles so problematische Artikel.
Und warum sind die so problematisch? Also zum Beispiel bei Textilien ist es so, da können Sie nicht einfach schreiben, das ist aus Polyacryl oder so, sondern Sie müssen genau gucken, gibt es diesen Begriff Polyacryl überhaupt in dieser Liste? Anhang 1 oder was das ist zu diesem Textilkennzeichnungsgesetz. Sie dürfen nur diese Begriffe nehmen, die Sie da drin finden. Und wenn dann einer schreibt, das ist irgendwie Lycra oder Lycra oder wie das heißt, dann kann er abgemahnt werden, weil nämlich der Begriff da nicht drin ist. Und da muss man dann ganz genau gucken. Oder eben bei Spielzeug, dass Sie eben diese Warnhinweise übernehmen, dann steht da Achtung. Sie müssen also Achtung schreiben, Doppelpunkt, nicht für Kinder geeignet unter 3 Jahren und sowas. Ist also genau geregelt in diesen EU-Richtlinien. Und das ist so der Tipp, den ich Ihnen zu diesem Thema mit auf den Weg geben wollte, wenn Sie also irgendwie solche Artikel verkaufen. Ja, auch weiße Ware ist ganz wichtig mit der Energiekennzeichnung. Dann gucken Sie mal genau, was in die Artikelbeschreibung eigentlich rein muss. So, und dass Sie sich da so einen Überblick verschaffen können, wir haben da auch so ein Booklet, wo Sie dann direkt auch mal diese EU-Richtlinien drin finden, also die Links dazu. Und da ist dann, da steht auch noch mal was drin zu CE-Kennzeichnung und GS-Kennzeichnung und wie geht das mit den Testsiegeln und so. Das ist also alles da drin. Können Sie sich runterladen und wir haben auch eins zur Energiekennzeichnung. Die sind immer recht kurz, also jetzt zum Beispiel das zur Energiekennzeichnung hat 18 Seiten. Also es ist jetzt nicht so ein juristisches Fachwerk, sondern eben wirklich jetzt für Sie als Händler, damit Sie dann Überblick bekommen. So, Preisauszeichnung. Es hagelt auch immer bei der Preisauszeichnung. Ich mache das jetzt mal an einem Beispiel. Wir haben hier eine Flasche Wein und wie ist da der Preis ausgezeichnet? Wir haben einen Endpreis, das nennt sich jetzt neuerdings, also seit der Verbraucherrechte-Richtlinie, Gesamtpreis. Der ist jetzt hier 9,90 Euro. Dann steht da direkt drunter, inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Es gibt Seiten in Shops, das kommt immer wieder vor, wo man das nicht direkt unter jedem Preis manchmal findet. Da findet man einen Sternchenverweis. Wann ist denn das zulässig? Weiß das einer? Bitte? Im B2B-Shop hätte ich zum Beispiel gar nicht inklusive Mehrwertsteuer, sondern vielleicht exklusive Mehrwertsteuer, weil die Nettopreise auszeichnen. Wenn man an Verbraucher verkauft, geht das nur mit inklusive Mehrwertsteuer, also immer die Bruttopreise. Der Unterschied ist, es gibt Übersichtsseiten und Detailseiten. Und auf den Übersichtsseiten ist es eben teilweise zulässig, anstatt diesen ganzen Sermon da reinzunehmen, ein Sternchenverweis vom Preis direkt nach unten auf den Footer. Und da steht dann inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten. Das ist aber nur zulässig, wenn man von den Übersichtsseiten aus nicht direkt bestellen kann. Also wer da jetzt so ein Einkaufswagensymbol hat und ich kann direkt von der Übersichtsseite die Ware in den Warenkorb legen, der hat dann verloren. Das geht nicht. Sondern nur, wenn man von der Übersichtsseite direkt auf die Detailseite gehen kann. So, das heißt, wir haben diesen Hinweis und unten drunter, weil das ist jetzt mal was Flüssiges, da haben Sie noch den Grundpreis. Wenn Sie noch nach Gramm irgendwas verkaufen, also nach Volumen oder nach Länge, dann müssen Sie auch noch den Grundpreis auszeichnen. Und so geht das dann. Was ich noch sagen wollte, ist Auslandsversandkosten. Da ist also immer wieder irgendwie ein Fehler drin und so. Also Sie müssen von vornherein angeben, was die Kosten auch ins Ausland sind. Notfalls mit irgendwelchen Pauschalen. Aber also sowas auf Anfrage oder so ist nicht zulässig. Sie müssen vorher sagen, so läuft das. Das ist auch schlecht. Gar nicht ist genauso schlecht wie ein bisschen. Das stimmt, man kann das Liefergebiet begrenzen, aber die meisten machen es ja nicht, die wollen ja schon verkaufen, zum Beispiel über Amazon oder eBay oder so, ist ja leicht gemacht, aber dann muss man auch fürs komplette Liefergebiet die Versandkosten angeben, beziffern. Das war nochmal der Hinweis mit dem Sternchenverweis. So, nächster Punkt, die AGB-Klauseln.
Wer hat irgendwas in seinen AGB, wo drin steht, wenn die Ware nicht bei Ihnen ankommt, dann rufen Sie mal bitte bei DHL an unter irgendeiner Tracking-Nummer oder so. Traut sich jetzt keiner. Also im B2C-Bereich, ja, ist es so, dass die Ware von Ihnen zum Kunden und vom Kunden zurück, wenn der von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, auf Ihr Risiko reist. LKW fährt in Graben, Waschmaschine kaputt, Ihr Problem. DHL-Auslieferer will Feierabend machen, hat keinen Bock mehr, schmeißt die Pakete in Mülleimer. Ihr Problem. Alles Ihr Problem. Sie müssen nochmal liefern. Gilt auch, wenn ein Kunde vom Widerrufsrecht Gebrauch macht. Ja. Das ist dann Ihr Problem mit DHL. Wir haben ja so ein Dreiecksverhältnis. Aber Ihr Verbraucher hat mit Ihnen einen Vertrag und dann können Sie nicht sagen, ah ja, ruft er doch mal an. Ne? Das heißt, wenn einer sowas in den AGB drin hat, raus damit. Dann ist das auch beliebt. Der Kunde hat die Ware unverzüglich zu überprüfen. Wo kommt das nämlich her? Das ist eine typische B2B-Klausel. Da ist das auch zulässig. Aber nicht, wenn ich an Verbraucher verkaufe. Ja? Die haben keine Rügepflicht, keine Überprüfungsfrist, die haben gar nichts. Die nehmen ein Paket an und stellen das in die Ecke und nach anderthalb Jahren machen die das auf und das, was sie rausnehmen, ein Spielzeug zum Beispiel, fehlt ein Rad. Dann können die immer noch ihr Gewährleistungsrecht geltend machen. Die haben nämlich eine zweijährige Gewährleistungsfrist. Und da können Sie leider gar nichts gegen machen. Also im B2B-Bereich, es gibt keine Überprüfungsfrist, der nimmt das an, der muss auch nicht anrufen und sagen, das Paket hatte ein Loch oder irgendetwas. Nix. Ja. Also Gewährleistungsansprüche können überhaupt nur geltend gemacht werden, wenn die Sache schon einen Fehler hatte, als die beim Kunden ankam. Es gibt ja manchmal Fehler, die sind offensichtlich und es gibt welche, die sind versteckt, die eben erst später eintreten. Zum Beispiel ein Handy wird geliefert und nach 2 Monaten macht der Akku zu. Kann passieren so, weil die vielleicht einen Produktionsfehler hatten. Das wäre ein Gewährleistungsfall. Es ist eine Frage der Beweislast. Der Beweislast, wie das zu machen ist. Innerhalb der ersten 6 Monate nach dem Kauf muss der Kunde beweisen, dass die Ware, also müssen Sie als Händler beweisen, dass die Ware keinen Fehler hatte. Und nach 6 Monaten muss der Kunde beweisen, dass die Ware einen Fehler hatte. Also die ersten 6 Monate sind für den Kunden ganz einfach, da muss der gar nicht viel erklären, da liegt die Beweislast bei Ihnen. Und nach 6 Monaten liegt der Federhandschuh sozusagen beim Kunden, dann muss er ran. Das heißt, wenn er es nach 1,5 Jahren aufmacht, und er kann beweisen, dass der Fehler von Anfang an vorgelegen hat, zum Beispiel, weil ein Rad fehlt. Da kann man wenig diskutieren, ne? Ja. Hätte ich nicht unterschrieben. Also ich meine, es entspricht ja auch den Tatsachen, dann können Sie das natürlich machen. Wenn Sie zum Beispiel Mitbewohner haben oder einen Mitarbeiter oder irgendwer, der das bezeugen kann, dann reicht das. Dann ist das der Beweis und dann muss der leider ran und Ihnen das nochmal schicken. Ja? Ja. Das Problem ist einfach, wenn ich irgendwas weggefuttert habe, dann kann ich auch keine Gewährleistung mehr geltend machen. So. Und wenn ich irgendwelche Dosen bestelle, die irgendwelche ganz langen Haltbarkeitsdaten haben, dann kann ich natürlich Gewährleistung geltend machen. Ja, genau. Und er ist immer der, der die Kosten übernimmt und kann sich dann mit DHL darüber auseinandersetzen, wer da schuld war. Gemein, ne? Ah, fies.
So, noch ein. Steht auch oft drin, wenn der Artikel nicht da ist, dann schicke ich ihn mal einfach irgendeinen anderen. So steht das natürlich nicht drin. Da steht dann, wenn der Pullover in Rot nicht mehr da ist, schicke ich den in Rot. Das ist damit gemeint, in Grün. So, und das geht natürlich nicht. Und wo wir das auch immer haben, ist in Mainz mit den ganzen Weingütern. Da steht dann, wenn der Jahrgang von dem Wein nicht mehr da ist, dann schicke ich Ihnen einfach den nächsten Jahrgang. Und das geht halt alles nicht. Schreiben Sie es nicht rein, weil jeder von diesen Fehlern, die ich so aufgezählt habe, kostet, wenn ein Anwalt abmahnt, im geringsten Fall 750 Euro. So, zwei habe ich noch. Gerichtsstand ist Frankfurt. Hat das einer in den AGB? Jetzt traut sich ja keiner so zu machen. Oder Hamburg oder whatever. Alles nicht zulässig. Also im B2C-Bereich, ja? Also wenn Sie an Verbraucher verkaufen oder Ihre Dienstleistung an Verbraucher anbieten, ist das nicht zulässig. Und wenn Sie es im B2B-AGB-Katalog drin haben, dann nur, wenn echt fett drüber steht, wir verkaufen nur im B2B-Bereich. Darf man alles nicht. So, und jetzt kommt, glaube ich, die letzte Klausel. Ja. Unfreie Pakete werden nicht angenommen. Ein beliebter Abmahngrund. Die Kunden sind aber auch gemein. Die schicken das einfach so zurück. Und dann steht da einer von der Post und will 10,90 Euro. Und sie sagen, jetzt habe ich die Faxen dicke. Der soll es gerade wieder mitnehmen. Und was passiert? Sie werden verklagt und sie verlieren. Sie müssen annehmen. Sie dürfen sich hinterher darüber streiten, wer diese Portokosten übernimmt. Und da würde ich mich auch gar nicht lange dran aufhalten, wenn Sie zum Beispiel geregelt haben, dass der Kunde die Rücksendekosten übernimmt, ne? Dann nehmen Sie das unfreie Paket an und machen einfach eine Rechnung auf, Kaufpreis 100 Euro, Strafporto wegen unfreie Paket 11 Euro noch was, Rest kriegt er zurück. Sie ziehen das einfach ab und dann soll er kommen mit seiner Rechtsschutzversicherung. Die meisten fallen sowieso um, die machen dann eine Besprechung beim Anwalt und dann sagt der Anwalt, haben Sie eine Rechtsschutzversicherung? Und dann sagt er, ja, Anwaltsliebling. Die haben aber eine Selbstbeteiligung. Die liegt dann meist bei 150 Euro oder sowas. Wenn ich wegen so 11,90 Euro einen Prozess führe und als Anwalt ein Schreiben schicke, gesetzliche Gebühr irgendwas unter 50 Euro, irgendwas in dem Bereich. Das muss er schon mal alles selber bezahlen. Und in dem Moment, wo der das kapiert hat, hat er sowieso keine Lust mehr. Ne? Also immer schön annehmen die Pakete und dann eine Rechnung aufmachen. Und dann kriegen Sie bestimmt so 7000 saure Mails. Die schreiben aber auch immer, ne? Datenschutz. Datenschutz, das ist ein ganz tolles Thema. Manchmal fehlt eine Datenschutzerklärung oder Info, manchmal ist die nicht ganz ausreichend. Wir haben ein Problem, Hamburg. Hamburg ist das Problem. OLG Hamburg ist das Problem. Die haben nämlich entschieden, wenn man so eine falsche Datenschutzinfo hat im Shop, dann kann das abgemahnt werden. Und das war ein kleines Erdbeben, weil das vorher kein Gericht entschieden hat. Es war immer einhellige Meinung, dass diese ganzen Datenschutzvorschriften merkwürdigerweise nicht zum Verbraucherschutz gehören. Also dieses Gesetz gehört nicht zu den Vorschriften, wo man sagt, wettbewerbsrechtlich kann das abgemahnt werden und ein Mitbewerber oder so darf dafür sorgen, dass Sie da das auch alles einhalten. So, und das kippt. Und das ist auch jetzt nicht das Einzige. Es gibt auch mittlerweile kleinere Gerichte und so, die dem folgen. Das heißt, das kippt. Und in dem Moment, wo man also jetzt datenschutzrechtlich was falsch macht, muss man jetzt mittlerweile wirklich sagen, seit das Urteil in der Welt ist, also etwa 2 Jahre, es besteht jetzt Abmahngefahr. Und Sie müssen echt aufpassen in dem Bereich. Wie geht das denn jetzt mit dem Datenschutz? Es ist gar nicht so schwer. Sie müssen sich eigentlich nur erstmal 2 Sachen merken. Das erste ist, es gibt einen Grundsatz, jede Webseite braucht eine Seite Datenschutz.
ohne Ausnahme, außer die privaten natürlich wieder. Gar nicht lange überlegen, das heißt bei der Konzeptionierung von Webseiten, von Shops, Sie bauen mal direkt Impressum, AGB und eine Seite Datenschutz. So, die heißt auch Datenschutz oder Dateninfo oder Privacy Policy oder was Sie da immer alle schreiben, aber Hauptsache es gibt die Seite. So. Und warum ist das so? Es steht nämlich im Gesetz auch, in diesem Telemediengesetz, wenn ein Nutzer Ihre Internetseite betritt, muss er sofort informiert werden, was da datenschutzrechtlich los ist. Jetzt sollten wir alle froh sein, dass da nicht drin steht, da muss ein riesen Pop-up aufgehen oder ein Banner oder irgendwas, ja, sondern da steht eben nur drin, zu Beginn des Nutzungsvorgangs. Und darum sollte man in der Navigation einfach eine Seite Datenschutz einbauen, also so einen sprechenden Link, dass jeder direkt weiß, was sich dahinter verbirgt. Das gehört nicht ins Impressum. Das gehört nicht woanders hin, das gehört einfach in eine Einzelseite Datenschutz. Ja. Da komme ich gleich zu, habe ich Folien zu. Machen wir. Wir machen jetzt erst den Grundsatz und die Ausnahme und dann kommt die Kirsche obendrauf. Einfach direkt. Von jedem Punkt der Website aus erreichbar mit einem Klick Datenschutz. So würde ich es machen, da würde ich gar keine Risiken eingehen. Ja? So, ich habe auch ein Beispiel. So geht das. Datenschutz. Vorbildlich. Ja. Nicht eine Seite zusammen. Nein, bei Impressum vermute ich keinen Datenschutz. Und Sie können schreiben Impressum-Datenschutz, wenn Sie das unbedingt möchten. Wird aber ein langer Link. Ich würde Einzelseiten bauen in dem Bereich. So, und in den Mustern bei uns auf der Webseite haben wir auch ein Muster für eine Datenschutzerklärung. Die können Sie gerne nehmen, aber denken Sie dran, das muss auch individuell abgeändert werden. Es gibt nicht die Datenschutzerklärung für alle. Es gibt auch nicht die Socken für alle. Es gibt auch nicht die AGB, die man aus der Schublade ziehen kann und die sind dann auch für alle für 5,90 Euro oder so. Das ist alles Quatsch. Und ich weiß, es gibt ja auch ein paar Anwaltskanzleien, die haben dann ganz tolle Generatoren und dann kann man da eine Datenschutzerklärung ziehen. Die ist aber rechtlich vielleicht nicht für jeden Shop richtig, weil es eben inhaltlich nicht immer passt. Und aus meiner Sicht, sage ich auch ganz deutlich, hat das wirklich nur einen Sinn und Zweck. Wenn Sie nämlich mal gucken, unten drunter steht dann immer Copyright und dann ist eine URL drin. Na klar, ich sage jetzt keinen Namen. So. Und Sie alle machen ja SEO, ne? Und sowas. Und warum ist das für mich toll, wenn alle diese Datenschutzerklärung einbauen? Ne? Nicht, weil sie dann alle nicht abgemahnt werden können, sondern weil die natürlich eine tolle Linkoptimierung haben und so externe Links sammeln. Also, da ist ein Muster und das muss abgeändert werden. Und zwar müssen Sie dann genau gucken, was mache ich denn alles? Und das muss dann auch da rein. So, wir waren also jetzt bei dem Punkt 1. Wie ist es denn grundsätzlich? Jetzt kommen wir mal zu der Ausnahme. Die Ausnahme ist, es gibt nämlich ein paar, oder Ausnahme ist vielleicht das falsche Wort. Sie müssen ein bisschen was weiter bedenken. Also, Sie müssen erstmal informieren über Datenschutz und dann ist ja die Frage, wenn Sie so datenschutzrechtlich diese ganzen Daten von Ihren Kunden jonglieren, muss der da eigentlich zustimmen? Brauchen Sie eine Checkbox mit einem Einverständnis? Müssen Sie das einholen? Und das hängt einfach davon ab. Also da sagt der Jurist wieder, das kommt darauf an, ein ganz klares Jein. Das hängt davon ab, was Sie machen mit den Daten. In diesem Telemediengesetz steht nämlich auch drin, das habe ich da auch mal mitgebracht, um Sie mal so ein bisschen zu quälen, auch mit Gesetzestext und so. Da steht drin, gesetzlich dürfen Sie diese Daten erheben, verarbeiten und nutzen, wenn das zu dem Zweck ist, zu dem Ihnen der Kunde diese Daten gegeben hat. Oder wenn dieser Zweck sozusagen mit der Vertragsabwicklung zusammenhängt. Sie betreiben einen Online-Shop, Sie verkaufen Pullover, einer füllt das Bestellformular aus und dann dürfen Sie, um diese Bestellung abzuwickeln, die Daten nutzen. Der kriegt
die AGB übersandt, eine Bestelleingangsbestätigung, eine Vertragsbestätigung, vielleicht noch eine Versandbestätigung und eine Rechnung. Dann ist Schluss. Mehr gehört nicht zu dem Zweck Abwicklung, Vertrag. Und in dem Gesetz steht halt drin, dass Sie das dürfen. Also wenn einer bestellt und Sie schicken dem eine Bestelleingangsbestätigung und dann kriegen Sie eine völlig saure E-Mail, ich kriege hier so viele E-Mails und so, ich will das nicht, welche Daten haben Sie über mich gespeichert und was da denn nicht alles kommt. Das ist völliger Quatsch. In dem Gesetz steht, Sie dürfen das. So, und in allen anderen Fällen? Nicht unbedingt, nee. In allen anderen Fällen müssen Sie das Einverständnis einholen. Was sind denn das so für Fälle? Analyse-Tools, was noch? Ja. Genau. Genau. Kundenkonto. Wer braucht denn ein Kundenkonto, um Pullover zu bestellen? Keiner. Nur der Händler. Weil der will den Newsletter verschicken. Newsletter darf ich auch nicht einfach so verschicken. Werbemails. Übertragung von IP-Adressen ist total umstritten, ob das jetzt datenschutzrechtlich zulässig ist oder nicht. Also alle die, die IP einfach mal tracken und ohne Einwilligung dann alles nutzen, geht nicht. Das heißt, dafür braucht man ein Einverständnis. Und wie macht man das? Da habe ich auch nochmal so zwei Folien, also zum Beispiel Kundenkonto, ne? Da gibt es dann riesen Formulare, wo alles eingetragen wird. Und da muss man einfach unten drunter nochmal reinsetzen, ich möchte ein Kundenkonto eröffnen. Widerruf jederzeit möglich. Da macht man eine Checkbox, dann kann der Kunde da draufklicken und dann haben Sie das Einverständnis, Sie können es protokollieren und alles ist gut. Newsletter. Ich möchte den Newsletter abonnieren. Abmeldung jederzeit möglich. Also, dass man jederzeit da wieder rauskommt, darauf müssen Sie hinweisen. So geht das. Ganz einfach. Und schon haben Sie keine rechtlichen Probleme mehr. Was ist, wenn Ihr Datenbestand noch mal, bevor das rausgekommen ist? Den können Sie in den Müll schmeißen. Es ist leider so, ja, wie es ist. Also wir verlangen ein aktives Einverständnis und da kann man nicht sagen, na, ich schicke dem das einfach mal, solange er nicht meckert. Ich meine, auf der anderen Seite, wo kein Kläger, da kein Richter. Na gut, aber wenn der nun ein paar Mal jetzt ein bisschen bekommen hat, das hat es ja früher noch nicht gegeben. Und man dann auch etwas älteren Datenbestand hat und jetzt immer noch mal welche versendet und er nur nichts dagegen sagt, weil jetzt in seinen Newsletter, die er jetzt aktuell immer bekommt, sich jederzeit abmelden kann, weil das halt geändert ist, weil damals, wo er sich eingetragen hat, gab es das halt noch nicht. Das gibt es aber schon seit... Ja, ich kann mich echt nicht erinnern, wann das ins Gesetz gekommen ist. So alt ist das schon und ich mache den Job jetzt 20 Jahre. Also, dass eine, dass eine Austragungsmöglichkeit drin sein muss, ist schon seit ewigen Zeiten Gesetz. Müssen Sie sowieso. Und dass Sie ein aktives Einverständnis einholen müssen, ist auch schon seit ewigen Zeiten ein Gesetz. Ah, ups, das kann nicht sein. Damals gab es noch Telefone mit Wählscheibe. Ja. Ja, genau. Ich rieche mich jedes Mal auf, wenn ich es dann hier abbestelle, dann klicke ich auf hier, dann muss ich erstmal ausfüllen, welche E-Mail-Adresse, bla, welcher Newsletter, bla, 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 bla. Ich habe jetzt einmal, und ich bin eigentlich kurz davor, das mal im Blog irgendwie zu verwerten. Ich weiß noch nicht, ob ich mal so ützig sein soll. Ich habe jetzt das erste Mal Lebensmittel bestellt bei Rewe Online. Ein Traum. Eine Bestellung, die waren total aufgeregt. Die haben mir, glaube ich, bis das Zeug da war, 8 Mails geschickt. Ohne Scheiß. 8 Mails. Aktiv ist Checkbox. Dass der Kunde was machen kann und die darf nicht vorab angeklickt sein. Ja. Ne?
Ja, das stimmt, aber selbst zum Double Opt-in gibt es ja ein Problem. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, ob ich das drin habe. Das habe ich nachher auch noch in der Folie. Können wir gleich noch machen. So, jetzt machen wir also das. Das heißt, Grundsatz, Sie brauchen eine Datenschutzerklärung. Das zweite ist, wenn Sie irgendwas mit Daten machen wollen, was nichts mit der Bestellung zu tun hat, dann müssen Sie unbedingt das Einverständnis einholen. So, und mehr muss man datenschutzrechtlich gar nicht wissen. Außer, jetzt kommt ja was auf Sie zu. Cookies. Ich habe mal bei Pelikan geguckt, die hatten so ein schönes Banner. Kennen Sie das? Ja, kennen wir alle, ne? Jetzt wird's spannend. Jeder von Ihnen ist natürlich so interessiert an dem Thema, dass ich mir dachte, füg mal besser den Link zur EU-Richtlinie ein, das will jeder lesen heute Abend, anstatt Fete oder so. Ja, also ich habe den Link mal eingefügt. Jetzt ist die Frage, was soll man denn jetzt machen in Deutschland? Gilt das jetzt, gilt das nicht? Die Frist zur Umsetzung in deutsches Recht ist rum. Deutschland hat die EU-Cookie-Richtlinie sozusagen offiziell nicht umgesetzt. Die EU-Kommission hat gesagt, Freunde, jetzt gibt es ein Verfahren. Und dann hat Deutschland gesagt, wir müssen das gar nicht umsetzen, bei uns ist alles schon drin im Telemediengesetz. Und dann hat die EU-Kommission gesagt, okay. Also da gibt es so eine Stellungnahme und da steht drin, ja, sieht so aus, als hätten die das umgesetzt. Tatsache ist aber, wenn man sich das alles mal durchliest und auch den Gesetzestext, dann haben wir gar nichts umgesetzt. Also in der EU-Richtlinie steht drin, aktives Einverständnis muss sozusagen eingeholt werden für diese ganzen Cookies. Das heißt, wie hier bei Pelikan, ne? Okay. Und bei uns im Telemediengesetz steht drin, dass man es macht, bis der Kunde widerspricht. Also kein Opt-in sozusagen, sondern ein Opt-out. So, das ist die Rechtslage. Und jetzt ist es halt so, habe ich hier auch mal reingeschrieben, was ist denn eigentlich die Rechtslage, wenn eine EU-Richtlinie gar nicht umgesetzt wird? Dann ist es nämlich so, dann muss das nationale Recht so ausgelegt werden, als wäre es umgesetzt. Und was sollen Sie jetzt machen? Also es würde sozusagen die EU-Richtlinie praktisch direkt gelten. Also ob Deutschland das jetzt umsetzt oder nicht. Wenn man hier in Deutschland jetzt abmahnen würde und ein Amtsgericht in Pusemuckel würde sich mit so einem Fall beschäftigen müssen, dann müssen die EU-Richtlinie ziehen und mal gucken, was steht da denn drin. Ist das ein Unterschied zum Telemediengesetz? Und wer dann das liest, denkt natürlich dann und sieht, okay, da muss ein Einverständnis eingeholt werden und das hat der nicht. Egal, was im Telemediengesetz steht. Aber es ist völlig, es weiß keiner, was die Gerichte machen werden oder wie die Rechtslage ist und so. Das heißt, Sie können sich jetzt überlegen, ob Sie es sozusagen innerhalb Deutschlands überhaupt umsetzen momentan oder ob Sie sagen, naja, wir sind jetzt technisch sowieso dabei, dann machen wir das jetzt mal in einem Rutsch. Ja, ich gehe jetzt mal, wir machen das doch in der Reihenfolge, also okay. Ja, ich stelle das gerade zurück. Das heißt also, jetzt sagen wir mal, Sie haben einen Shop nur in Deutschland. Was sollen Sie jetzt machen? Das können Sie machen, wie Sie wollen, sage ich jetzt mal. Das kann jetzt so oder so ausgehen, weiß keiner, aber wenn Sie es dann technisch sowieso umsetzen, setzen Sie es einfach um, dann sind Sie raus aus der Nummer, weil wenn Sie es umsetzen mit dem Banner, es schadet ja nichts. Das heißt, die sollen sich ruhig streiten, die Abmahner, die Bundesregierung, die EU-Kommission, sie machen es einfach und dann sind sie raus. So, jetzt geht's weiter. Aber das gilt natürlich nur erstmal, dieses ist eigentlich egal, wie sie es machen, solange sie nur auf Deutschland begrenzt sind. Wenn sie jetzt einen Shop haben, der in die EU verkauft oder sie bieten Dienstleistungen an in die EU, dann müssen sie es auf alle Fälle umsetzen. Weil da gelten nämlich die ganzen nationalen Gesetze und die sind alle umgesetzt und sie bewegen sich auf dem Markt und wenn sie halt mit ihren Mitbewerbern in Spanien keinen Stress haben möchten, setzen sie es um. Das ist die eine Ausnahme. Und, ja. Ja.
Das hängt halt davon ab. Sie können ja auch Nutzungsbedingungen reinnehmen und einfach sagen, also mein Angebot richtet sich nur an. Und wenn alle anderen das lesen, ist das deren persönliches Problem sozusagen. Kann man ja auch machen. Im Grunde ist es ja auch so, Sie reisen da sozusagen auf der Rasierklinge, wenn Sie gerne möchten. Also ich würde es jetzt einfach umsetzen. So, was heißt umsetzen? Die unterscheiden, ich habe das mal so als Anstoß, dass Sie mal so eine Übersicht haben, zwischen zwingend erforderlichen Cookies und den anderen. Das sind die für zusätzliche Zwecke. Und die, bei den zwingend erforderlichen Cookies, da bestehen keine Informationspflichten, keine Pflicht zur Einholung des Einverständnisses. So, das ist zum Beispiel bei Spracheinstellungen oder sowas. Da habe ich eine Liste mit reingenommen. Das sind also alles Cookies, die können Sie dann einfach nutzen. So, und wo Sie das Einverständnis einholen müssen, das ist die rechte Seite. Und das ist natürlich auch das, wo Sie ganz interessante Daten dann eben nutzen. Also das ist ja auch das, wo es auch praktisch drauf ankommt. Also Tracking-Cookies, Werbe-Cookies, diese ganzen Geschichten, auch was man da so mit Google machen kann. Da haben Sie Informationspflichten, das heißt, das muss auch alles in diese Datenschutzinfo rein, in diese Seite, die wir vorhin besprochen haben, und Sie müssen das Einverständnis einholen. Also für die Cookies gilt das dann. Und Sie müssen einen Banner einbauen, kein Pop-up, weil ja manche das auch so eingestellt haben, wenn das jetzt Java ist oder sowas, dass Sie das gar nicht bekommen dann. Das ist auch der Inhalt von der Datenschutzinfo. Das können Sie sich alles angucken. Ich suche jetzt nochmal das mit Google. Google. Google hat das jetzt in den Nutzungsbedingungen. Zum 30.09. geht das los, also diesen Monat. Und wer jetzt bestimmte Werbeprogramme nutzt, der muss es zum Ende des Monats umsetzen. Und das betrifft eben Google AdSense und die Double-Click-Werbeprogramme. Jetzt ist halt, also wenn möglich, machen Sie das also, weil man weiß ja auch nicht, wenn die dann sagen, Sie verstoßen gegen die Nutzungsbedingungen nicht, dass Sie da gesperrt werden oder so. Aber es wäre natürlich auch möglich, dass Google innerhalb kürzester Zeit, wir erfahren das ja immer sehr kurzfristig, sagt so, jetzt gilt's für alles. Das heißt, dass dann auch die Google Analytics-Nutzer und die AdSense-Nutzer dann genauso davon betroffen wären. Das heißt, stellen Sie sich darauf ein. Wer Google nutzt, muss dann diese Cookie-Richtlinie sowieso umsetzen. Das heißt, ja. Genau. Wenn Sie da eine bessere Visitenkarte haben, betrifft Sie das alles nicht. Außer Sie nutzen zum Beispiel Google AdSense trotzdem. Nee. Ach so, wegen dem Tracking dann, ja. Mhm. Ja. Aber wenn Sie Google Analytics nutzen, ist das ja sozusagen nur ein Problem für Sie, dass Sie eben überlegen, okay, innerhalb Deutschlands setze ich es jetzt um, ja, nein. Oder wenn ich innerhalb der EU verkaufe, dann muss ich es umsetzen, aufgrund der Cookie-Richtlinie. Ich nenne das jetzt mal Verkauf. Also ganz egal, ob ich jetzt eine Website anbiete, zum Beispiel für Webdesign die Leistung und die soll mein Kontaktformular nutzen, ist rechtlich vollkommen egal gegenüber einem Shop. Also das heißt, wenn ich Google Analytics Nutzer bin und ich bin innerhalb Deutschlands nur unterwegs, dann kann ich mir jetzt überlegen, ob ich es umsetze, weil es alles komplett streitig ist. Wer da gar kein Risiko eingehen will, der setzt es halt um. Wenn ich einfach auch nur eine Website betreibe und ich habe die aber EU-weit, ich nutze die, um Kunden zu werben innerhalb der EU, muss ich es umsetzen. Auch schon bei Analytics und zwar auf Grundlage der Cookie-Richtlinie. Was Google jetzt macht, ist noch was ganz anderes. Die sagen, ist uns alles egal, aber bei bestimmten Werbeprogrammen wollen wir es direkt umgesetzt haben. Das heißt, Sie haben einen Vertrag mit Google und wenn Sie sich nicht dran halten, laufen Sie sonst Gefahr, gesperrt zu werden. Das ist die Cookie-Richtlinie. Fragen? Ja.
Da ist das Problem mit diesen Plugins, sobald Sie also nicht einfach nur verlinken auf Ihren Account, sondern wirklich ein Plugin einbauen technisch, ja, werden die IP-Adressen Ihrer Kunden direkt an Facebook und Co. geliefert. Und das ist unzulässig, sagen die Datenschutz. Genau. Genau. Hatten wir auch. Nee, dann gilt die Cookie-Richtlinie, weil die ist jetzt neu und die ist jetzt sozusagen das Gesetz, wonach wir uns alle zu richten haben. Das gab es vorher nicht. Vorher war es gesetzlich nicht geregelt und dann haben wir einfach die Daten übertragen. Egal, ob einer bei Facebook überhaupt Nutzer war oder nicht, die Daten waren bei Facebook. Und das ging eben nur unter bestimmten Voraussetzungen. Ja. Genau. Wenn man das zum Beispiel wegklickt, das Banner, ohne auf Info oder OK zu klicken, auf diese Button, dann werden die Cookies nicht gesetzt und die Richtlinie sagt, die Seite muss trotzdem nutzbar sein. Ich muss trotzdem bestellen können. Dann kommt eben das Banner wieder, bis er endlich klickt. Ne? Ich weiß nur nicht, wie Sie feststellen wollen, dass das ein Nutzer ist, der das zweite Mal bei Ihnen ist. Ja. Ja, wenn ein Datenschutzbeauftragter das von Ihnen sehen möchte, da gab es jetzt gerade Bußgelder, habe ich das schon eingefügt, muss ich gleich mal gucken. Ein fettes Bußgeld, also Bayern guckt jetzt danach, ob die Leute diesen schriftlichen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag haben, den ADV. Gibt es gerade aktuell, habe ich bei uns gerade einen Artikel im Blog eingestellt. Können Sie gucken. Ja, habe ich Zugriffe. Ja, bei Slideshare? Ja, der erste. Ich habe das gerade erst eingerichtet. Ich probiere da jetzt gerade rum, ja. Das ist gesetzlich auf der Höhe der Zeit, weil PIVIC die Daten nicht zieht. Die Daten bleiben bei Ihnen. Das ist also datenschutzrechtlich viel einfacher als jetzt Google. Aber und Sie sehen schon an dieser ganzen Diskussion, wie unterschiedlich diese Datenschutzinfos sein können. Auf den einen trifft das zu, auf den anderen nicht. Ne? Jo. Da müssen Sie das Einverständnis einholen, weil Sie setzen ja Cookies. Das ist halt Tracking. Ist in der Liste von vorhin mit diesen beiden unterschiedlichen Arten auf der rechten Seite. Also Infopflicht ja, Einverständnis einholen ja. Ja. Dann darf der die Webseite nutzen, ohne dass er gezählt wird. Für Google jedenfalls. Der erscheint nicht in Ihrer Reichweite dann. Nee, wenn Sie einen Cookie setzen. Nee, aber wenn die dann dahinter kommen, also wenn man könnte zum Beispiel rein rechtlich, wie läuft das dann? Man wird mal einfach verklagt oder man hat ein Bußgeld von einem Datenschutz, von der Datenschutzbehörde. Analytics und diese ganzen Programme von Google kriege ich ja über den Ansicht Quelltext raus, brauche ich ja nur mal suchen. Und die anderen weiß ich gar nicht, wie die so aussehen. Wüsste ich jetzt gar nicht, wonach ich suchen sollte.
Ja. Ja. Und ich würde es dann auch machen, weil das jetzt nur auf die EU begrenzt sozusagen zu nutzen. Ich würde es jetzt machen. Ja. Das Anonymize IP, ja. Das kann man einbauen. Ja, dann ist man total sicher. Und zwar deshalb, weil die IP nicht mehr komplett übertragen wird. Das wird verkürzt nur noch dargestellt und der spezielle Nutzer ist nicht mehr verfolgbar, persönlich. Nee, dann nicht. Würde ich. Das ist die Frage, ne? Also aufgrund von Google wahrscheinlich nicht, aber aufgrund der Cookie-Richtlinie trotzdem, weil es einfach ein Cookie ist. So. Nee, aber dann bauen Sie einfach jetzt diese Cookie-Richtlinie ein. Bauen Sie das Banner ein und dann ist gut. Genau, mit dem OK. Das sind jetzt auch meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Geschichten, die hier gerade. Ja? Nee, aber das gehört einfach in den Bereich Tracking und ja, das wiederum schon, aber das eine. Genau. Es wird immer vermischt, im Grunde, das sehen Sie schon richtig, genau. Ja. Nee, das ist genau dieselben Paragraphen, darum kommt das auch immer zusammen. Es geht einfach darum, es ist ein persönliches Datum, die IP-Adresse. Ja. Ja, machen die. Das sind genau dieselben Grundlagen, genau dieselben gesetzlichen Grundlagen, weil es immer darum geht, was darf man mit den Daten machen, wenn man entweder habe ich eine gesetzliche Einwilligung, es gibt keine, dass man Cookies setzen darf, oder Sie haben eben die Einwilligung von Ihrem Nutzer oder Kunden. Und die müssen Sie einholen. Darum geht's. So, ja. Ja. Ja, das Problem sind die TOMs, die sogenannten TOMs. So, weil dieser ADV, der ist in § 11 Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Und da steht eben auch drin, dass man als Anlage zu dem Vertrag die technischen organisatorischen Maßnahmen regeln muss. Und da steht drin, dass Sie Google sozusagen überprüfen müssen, wer hat Zugang zu den Servern, mit welchen Codes, wie oft werden die geändert, wer checkt das, bla 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 bla. So. Und das ist eine riesen lange Liste. Und grundsätzlich werden Sie als Auftraggeber sogar verpflichtet, regelmäßig Google zu überprüfen. Und da schlage ich halt vor, dass wir alle zusammen einen Jet mieten und eine Kaffeefahrt zu Google machen. Ja. Wer zertifiziert denn wohl ein US-Unternehmen? Und zwar so, dass auch bayerische Datenschutzbeauftragten zufrieden sind. Das sind alles Geschichten. Vielleicht wird das mal ein Problem, vielleicht auch nicht, das weiß noch keiner. So. Jetzt kommen wir noch zu Nummer 7. Wie lange habe ich denn überhaupt noch? Bis 7:15, ne? 20 Minuten und wir sind erst bei Nummer 7. Sie stellen einfach zu viele Fragen hier. Unzulässige Werbe-E-Mails. Boah, da gibt es immer so viele Abmahnungen. Kennen Sie denn schon den Paragraphen 7 UWG? Garantiert, ne? Da steht nämlich drin, wenn einer einem irgendwas schickt, ohne dass vorher eine Einwilligung vorliegt, dann ist es eine Belästigung, eine unzumutbare Belästigung. Paragraph 7 Absatz 2. Ein was? Was ist denn das? Ach so, ja. Also Sie dürfen die Leute nicht gegen ihren Willen glücklich machen oder einfach mal vermuten, dass das alles schon...
Ich kriege zum Beispiel ab und zu mal so komische Mails von Leuten, die ich nicht kenne. Ich bin Übersetzer. Ich kann das ganz toll, AGB übersetzen in Spanische und so. Wieso schreibt der mich an? Darf der das? Nein, darf der nicht. Das ist dieser Paragraph, wo die ganzen Abmahnungen drauf gegründet sind. Ja? Da steht das einfach drin. Es gibt aber eine Ausnahme. Und dann sagen die ja immer, ja, aber ich bin doch in laufenden Geschäftsbeziehungen mit dem. Der bestellt immer bei mir und so. Und jetzt soll ich dem kein Angebot schicken dürfen. Sie erzählen mir ja einen Quatsch. Und da muss man aufpassen. Es gab ja mal eine Gesetzesänderung vor 2, 3, 4 Jahren. Ich kann mir das immer so schlecht merken. Und das ist der Paragraph, wo die Ausnahmen drin geregelt sind. Also na klar, ich muss nicht jedes Mal eine Checkbox um mir alles absegnen lassen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, so Mails zu versenden. Und zwar, ich kriege die Adresse, die E-Mail-Adresse vom Kunden im Zusammenhang mit einem Kauf oder mit einem Vertrag. Ich habe einen Mandanten, das ist mein Mandant, und da habe ich natürlich eine E-Mail-Adresse von dem und die ist bei uns im System gespeichert. So, die Adresse, die darf ich zur Direktwerbung für ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden. Ich verkaufe Pullover. Ich schicke dem eine E-Mail über Lebensversicherung. Falsch. Ich darf nur E-Mails verschicken über Pullover. Oder Schuhe vielleicht noch. Ja. Nee, nur weil ich mal irgendwo eine Anfrage gemacht habe. Und so weiter und so weiter. So, da steht und zwischen, ne? Dann kommt die nächste Voraussetzung. Und der Kunde darf der Verwendung zu Werbezwecken nicht widersprochen haben. Das heißt, ich schicke dem eine Mail mit Werbung drin und dann ist unten die Austragungsmöglichkeit. Solange er nicht draufklickt, ist er im Verteiler und kriegt die Werbemails. Und jetzt kommen wir zur vierten Möglichkeit. Und das ist die, woran alle scheitern. Das heißt, Sie können diesen Paragraphen sozusagen gleich wieder vergessen. Der Kunde bei Erhebung der Adresse auf Verwendung und Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen wurde. Wie geht das denn? Sie haben ein Bestellformular, da kann er seinen Warenkorb alles zusammenstellen, dann gibt er irgendwann seine Adressen ein und dann steht da Checkbox. Ich bin damit einverstanden, dass Sie mir immer mal interessante Infos und Werbemails schicken. Klickt der Kunde an. Haben Sie alles richtig gemacht? Wenn Sie das alles noch beachten, können Sie dem irgendwelche Werbemails schicken, ohne dass der je Ihren Newsletter-Dings da angeklickt hat. Aber an der vierten scheitern Sie immer alle, weil Sie das nicht reinnehmen ins Bestellformular. Und für die Leute gilt nach wie vor das. Nicht das. Ja, Hauptsache, ich nehme es überhaupt rein ins Bestellformular. Ob jetzt mit Checkbox oder nicht, so kleinlich will ich da nicht sein. Ne? Also da steht jetzt nichts mit aktivem Einverständnis, das sehen Sie richtig. Aber da muss mal was drinstehen. Oder ich mache eine Checkbox und sage, wenn Sie keine Sachen haben wollen, dann klicken Sie hier. Aber irgendwas müssen Sie ja machen. So, ansonsten können Sie keine Mails verschicken. So, und was kann der Verbraucher machen? Das ist ein total spannendes Thema, finde ich jedenfalls. Sie schicken eine Werbemail an Lieschen Müller. Kann Lieschen Müller Sie abmahnen? Nee, ich kann das als Anwalt nicht aus eigenem Recht, weil ich sage, ich habe hier eine Mandantin und damit sind meine Rechte verletzt und ich mahne jetzt ab. Nee, das sieht immer so aus, aber... Also man braucht ja einen, der in seinen Rechten verletzt ist. Ganz schlimm. Also man muss nämlich mal aufpassen. Es gibt halt diesen Paragraphen, den wir eben hatten. Das ist alles Wettbewerbsrecht. Und es gibt das BGB. Und im BGB, da steht eben drin, dass Sie Verbraucher, also so Lieschen Müller eben, ne, nicht in Ihren Rechten verletzen dürfen. Sie dürfen die auch nicht hauen. Das ist alles dieser Paragraph. So. Und wenn Sie es doch machen, dann gibt es halt Schadenersatz. Und aus dem hier, mit der Unterlassung zusammen, da kann die abmahnen. Aber da liegt der Knackpunkt, das ist ganz wichtig, nach BGB. Und das ist ein Unterschied in den Preisen.
BGB, das betrifft private und auch gewerbliche. Also einer, der nicht Ihr Mitbewerber ist, sondern irgendein anderes Unternehmen. Das sind die, die dürfen Unterlassung verlangen und Schadenersatz. Und das, die Bösen mit ihren Anwälten, die immer mit UWG kommen und sagen, es ist alles wettbewerbswidrig und wir sind alle auf demselben Markt tätig und Sie haben auch einen Online-Shop für Pullover und wir auch. Und wir haben festgestellt, dass Sie E-Mails verschicken an Lieschen Müller. Die dürfen verlangen, dass der Markt sauber bleibt und sich alle an die richtigen Gesetze halten. Und die darf nur verlangen, dass sie selber in ihren eigenen Rechten nicht verletzt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ist denn bei der Schadenersatz, wenn die eine E-Mail kriegt? Die braucht 3 Sekunden, um die Mail auszusortieren. Hier sind die Gegenstandswerte ganz gering. Und das heißt, die ganzen Kosten sind auch nicht so hoch. Das hier sind die schwierigen Abmahnungen, bei denen müssen Sie aufpassen. Wenn die Wettbewerbszentrale kommt und sagt, Sie machen hier wettbewerbswidriges Verhalten, dann hat man manchmal zum Beispiel ORG Koblenz Gegenstandswerte 10.000 Euro. Und hier kommt man auch mal auf 1.000 oder 2.000 Euro. Das heißt, wenn Sie so E-Mail-Marketing betreiben, also nur weil jetzt Lieschen Müller kommt mit dem Anwalt, ne, und der sagt dann da, boah, 12.000 Euro Streitwert für irgendeine Werbe-E-Mail, da müssen Sie noch lange nicht in die Knie gehen und gleich zittern. Da kann man nämlich ganz gut was machen, da kommen die nicht mit durch. Das ist dann zwar blöd, Sie müssen eine Unterlassungserklärung unterschreiben, aber das ist nicht so teuer. Teuer sind die. Ja? So. Danach wird immer gefragt, darum habe ich gleich eine Mail, eine Folie dazu. ORG München hat entschieden, Double Opt-in ist unzulässig. Und dann haben eine Woche lang alle Anwälte Artikel in ihren Blogs gehabt, E-Mail-Marketing ist tot. Und danach haben alle sich einmal geschüttelt und haben gerade so weitergemacht wie vorher und keiner interessiert sich mehr für ORG München. Das Urteil ist aber immer noch in der Welt. Und es besteht auch immer noch natürlich ein gewisses Abmahnrisiko. Also wenn es jetzt einer darauf anlegt, könnte er versuchen, im ORG-Bezirk München eine einstweilige Verfügung zu beantragen, weil einer E-Mail-Marketing mit Double Opt-in betreibt. Das ORG München sagt zwar nicht, wie man es denn sonst machen soll, aber die haben tatsächlich entschieden, die erste Bestätigungsmail, die mit dem Link, ist Spam. So viel Stichwort Richter, die nie einen PC hochfahren. Oder so. Ja, aber ist halt so. Das heißt, das muss man immer so ein bisschen im Auge behalten und jeder muss sich eben selber überlegen, will ich das oder will ich das nicht? So. Bei diesem ganzen E-Mail-Marketing muss man auch beachten, zum Beispiel Empfehlungsmarketing ist eine ganz schwierige Geschichte. Telefriend-Funktionen und so. Wenn Sie das auf der Webseite einbauen und diese Mails gehen rum und Sie als Firma XY verschicken eine Mail als Absender an irgendwen, wo sie nie Kontakt hatten und da steht drin, Herr so und so fand irgendwie diesen Artikel total super, guck doch mal. Dann ist das eine Mail von Ihnen an einen, den Sie nicht kennen und das ist Spam. Sie müssen, wenn Sie Telefriend-Funktionen haben, die so einbauen, dass als Absender derjenige, der nämlich wirklich empfiehlt, mit Namen da drin ist und dass das nicht Ihre Mail ist, sondern die von dem, der wirklich empfiehlt, ja? Das ist auch so ein Ding. Wie fanden Sie denn die Bestellung bei uns? Also ich warte ja noch auf Rewe, ne? Dass die nochmal kommen. Und das wäre dann E-Mail Nummer 9. Also das dürfen die nicht. Das hier ist jetzt keine Mail, die zur Abwicklung der Bestellung erforderlich ist. Wir erinnern uns. Das heißt, Sie brauchen ein Einverständnis für sowas. Und wenn Sie das nicht einholen, dann kann Ihnen niemand helfen. Und jetzt hat es hier mal das Amtsgericht Hannover entschieden. Also eigentlich so Amtsgerichte beachtet ja jetzt auch keiner wirklich bundesweit, aber die entscheiden alle so. Gut, das war jetzt E-Mail-Marketing. Wir haben auch da so ein Booklet, habe ich Ihnen eingebaut. Da haben wir mal so ein Frequently Asked Questions eingebaut. Da können Sie mal gerne gucken, wenn Sie möchten. Also wie gesagt, Ihre Daten werden nicht gesammelt. Das ganze Infomaterial ist einfach so
zum Runterladen. Da muss ich es aber abklicken. Wenn ich in einem Shop bestelle, der das anbietet, da kommt dann... Gehe ich doch davon aus als User oder kann davon ausgehen, dass ich dann den Service, den ich ja haben wollte, auch bewerten soll? Ich klicke das ab in dem Moment, wo ich gefragt werde, ob ich das überhaupt will. Also ich mache ja meinen Bestellvorgang. Wo hatte ich das denn letztens? In irgendeinem Shop. Da wurde ich gefragt, ob ich da mitmachen will über dieses Trusted Shop Tool. Und das habe ich einfach weggeklickt. Aber man kann sich auch dafür entscheiden. Dann darf man es. Dann muss ich davon ausgehen, dass dann auch so eine Bewertung als E-Mail kommt. Genau, und dann darf man das auch. Also können Sie mal davon ausgehen, wenn Trusted Shop das irgendwie einbaut, dann ist das bombenfest und sicher. Bewertungstools, ich finde die gut. Boah, das ist jetzt schwierig. Was halte ich von Trusted Shop? Also... Ich finde, dass das sehr gute Marketing-Tools sind, um Verbrauchern sozusagen so ein Vertrauen zuzugeben. Ich finde allerdings, dass, also meine Meinung ist, dass die ein bisschen so Rechtssicherheit vorgaukeln, wo keine ist mit diesem Musterhandbuch, weil das natürlich nicht individuell angepasst ist. Und meistens, so ist meine Erfahrung, die diese Shops durchtesten, das sind jetzt auch nicht die irgendwie zig Jahre Anwalt sind und auch mal sagen können, ja, so geht's, aber so auch. Das können die gar nicht entscheiden, sondern die haben einen Weg, egal ob das auf diesen Shop passt. Und das ist dann manchmal sehr schwierig. Also ich bin in einem Netzwerk im E-Commerce-Bereich, United E-Commerce. Da sind alles so Shop-Dienstleister drin. Und Trusted Shop wollte auch rein, aber wir haben uns für EHI entschieden, weil das halt sehr viel individueller ist. Also EHI ist da Mitglied. Jo. So, jetzt haben wir noch die Nummer 8, die schaffen wir auch noch, aber dann ist Schluss. Also dann schaffen wir nicht mehr alle Themen. Das heißt, ich würde ganz gerne noch Suchmaschinenmarketing ein bisschen mit Ihnen durchgehen in aller Kürze. Ich hatte auch noch Abmahnung vorbereitet, aber das werden wir halt dann zeitlich nicht schaffen. Beim Suchmaschinenmarketing wollte ich halt kurz ansprechen, wie ist denn das eigentlich mit Google Anzeigen? Darf man denn da jetzt fremde Marken reinnehmen, ja oder nein? Weil die Fragen kommen immer wieder auf und da passieren halt auch noch sehr viele Malheure und Abmahnungen und so. Also bei bei AdWords Anzeigen dürfen Sie fremde Keywords buchen. Ich bin Porsche und darum buche ich einfach mal das Keyword Mercedes. Kann Mercedes Porsche abmahnen? Nein. Aber wichtig ist, Mercedes darf dann nicht im Anzeigentext erscheinen. Dann sieht nämlich die Anzeige so aus, als wäre es eine offizielle Anzeige von Mercedes. Ist es aber nicht. Ich als Porsche versuche ja da, den Kundenfluss abzugreifen. Und das wäre dann markenrechtswidrig. Ja? Und das ist bei Most entschieden, da hatte einer für Pralinen Werbung gemacht, somit hatte auch das Wörtchen Most in den Keywords gebucht. Tatsächlich konnte ich aber keine Most-Pralinen kaufen in dem Shop. Und das ist zulässig, weil Most als Wort nicht im Anzeigentext aufgetaucht ist. Das ist sozusagen die Grundregel. Es gibt aber auch Ausnahmen. Der BGH hat jetzt vor 2 Jahren entschieden, da gab es einen Fleurop-Fall, einen Blumenhändler, der überhaupt nicht zu diesem Fleurop-System gehörte und hatte das Keyword Fleurop gebucht. Klar, der war schlau. Und hat gesagt, ja, bei Most ging das ja auch, warum soll das jetzt bei mir nicht gehen, wenn ich halt Blumen auch verkaufe und so und ich will jetzt mal das Keyword Fleurop haben. Und da hat der BGH dann aber gesagt, kannst du vergessen, darfst du nicht. Und zwar deshalb, weil wir als Allgemeinheit immer so selbstverständlich davon ausgehen, dass alle Blumenhändler zu Fleurop gehören, ob die jetzt so einen Button da an der Tür haben oder nicht. Und wenn ich Fleurop eingebe als Suchwort und es erscheint eine solche Anzeige, dann werde ich darüber getäuscht als Verbraucher, weil ich nämlich denke, ganz selbstverständlich, der gehört dazu und das tut er nicht. Das heißt, in so einem Fall geht es dann wieder nicht. Und es gab jetzt noch eine aktuelle Entscheidung, die ist auch noch ganz wichtig, Parship, da ging es auch nicht. Da hatte einer auch so eine Dating-Plattform und hatte Parship gebucht und hatte das Keyword gebucht und da hat das OLG Hamburg
auch gesagt, das ist nicht zulässig, weil man eben nicht erkennen kann, wer denn hier der Werbende ist. Also das OLG Hamburg ist irgendwie schwer zu erklären, hat das irgendwie andersrum aufgerollt. Die haben gesagt, in der Anzeige steht ja überhaupt nicht, von wem sie ist. Und wenn die jetzt Parship buchen, dann gehe ich halt davon aus, dass sie von Parship ist. Und wenn das dann gar nicht der Fall ist, dann ist das eben unzulässig. Ja. Vergleichende Werbung kann ich immer machen, solange sie den Tatsachen entspricht. Ne? Also ich kann halt aber nicht zum Beispiel als Burger King hingehen und sagen, die Burger bei Burger King sind echt viel besser wie die von... Ja, das wäre zum Beispiel nicht unzulässig, das wäre nicht zulässig. Ich kann nur sagen, zum Beispiel, der Burger in der und der Ausführung ist genau derselbe wie bei McDonald's und ist aber irgendwie 10 Cent billiger, wenn es denn den Tatsachen entspricht. Das darf ich. Gut, hier geht es darum, dass die Markennamen versteckt sind in den Anzeigen. Das heißt, der Kunde weiß gar nicht, was als Keyword gebucht wird und wird entsprechend geleitet. Und da kann es eben immer mal Ausnahmen geben, wo es dann doch nicht zulässig ist. Was ist jetzt der Unterschied zu Meta-Tags? Ich finde es schwierig, aber der BGH hat gesagt, da gibt es Unterschiede. Da gab es eine alte Entscheidung von 2006 und da haben die schon mal entschieden, wenn ich jetzt in meinen Meta-Tags, ich bin Zalando und ich mache jetzt mal in den Meta-Tags zum Beispiel, was gibt es denn da für einen Konkurrenten? Ne, die haben gar keine Konkurrenten mehr, oder? Deichmann. Naja, Deichmann dürfen die, weil sie auch Deichmann-Schuhe verkaufen. Nehme ich mal an, oder Götz oder sowas. Amazon, ja, Amazon, das ist ein sehr gutes Beispiel. Die nehmen Amazon in die Meta-Tags, das wäre unzulässig, weil das natürlich einfach nur dazu da ist, diese Kundenströme abzugreifen. Und das dürfen die nicht, obwohl sie es wahrscheinlich in den Google AdWords-Anzeigen dürften. Ja. Also, ja, genau. Also im Markenrecht gibt es einen Paragraphen und da steht drin, wenn ich Artikel verkaufen darf, dann darf ich auch die Wortmarke nutzen. So, also ich verkaufe, das ist nämlich der Standardfall dazu, Staubsaugerbeutel und die passen in Vorwerk. Oder Nespresso-Kapseln, die gar keine Nespresso-Kapseln sind, aber in die Maschinen von Nespresso passen. Dann darf ich natürlich das Wörtchen Nespresso verwenden. Aber ich darf das natürlich alles nicht, wenn ich diese Artikel gar nicht verkaufen darf und ich darf vor allem keine Bildmarken nutzen. Ich darf deswegen noch lange nicht bunte Bildchen und Logos in meine Webseite übernehmen. Nee, ich bin VW-Händler und Teilehändler, aber ich bin kein lizenzierter Händler, aber ich habe Teile, die eben da reinpassen. So. Und bin eine Werkstatt, dann darf ich sagen, ich bin eine Werkstatt und repariere zum Beispiel auch VW. Aber ich darf nicht das VW-Logo auf meine Webseite nehmen oder an die Wand hängen. Dafür brauche ich das Einverständnis dann. So, das war jetzt die Folie 83 von 112. Weiter sind wir leider nicht gekommen. Aber Sie können die Folien ja runterladen und da ist zum Beispiel auch noch das Thema Abmahnung oder so. Also wenn Sie da eine Frage zu haben, Sie können mich gerne anmelden. Ich beantworte das auch alles und bin jetzt ja auch gleich nochmal da, wenn hier beim Kaffee trinken. Also Sie können mich gerne ansprechen. Aber ich habe Sie jetzt genau eine Stunde 45 mit rechtlichen Sachen gequält und das kann ich nicht verantworten. Also vielen Dank.